Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Update-Video zu der Zwergenwacht. Denn wir sind am Umziehen. Oder wir haben den Umzug schon fast abgeschlossen und das Ganze ist jetzt nur noch ein Zusammenschnitt von den ganzen verschiedenen Tagen, wo wir gebaut haben. Also wir wohnen jetzt primär in der Zwergenwacht. Die Zwergenwacht ist wesentlich weiter östlich angesiedelt, damit wir leichter zum PvP kommen und damit wir das ganze Diet etwas kompakter neu bauen können und auch wesentlich sicherer. Weil wie bei vielen solcher Spielen lernt man ja doch sehr viel dazu, je länger man es spielt. Und das Umbauen ist teilweise wesentlich schwieriger als das Neuaufbauen. Deswegen haben wir einfach einen Neuanfang gewagt. Und hier sind jetzt die Aufnahmen aus den ersten Tagen. Also hier haben wir eigentlich nur ganz, 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 ganz viel Holz gehackt und dann angefangen zu leveln, also den Boden glatt zu machen. Darauf haben wir ein temporäres Haus gesetzt, das sinnigerweise Temp-Haus hieß. Was einfach nur ein 3x1 bzw. 3x2 Haus war mit Betten drin, dass man nachts da ordentlich ausloggen kann. Und dann sieht man da links noch so eine kleine Fläche. Diese kleine Fläche wird später die nächste Etage. Also wir haben das Ganze so balkonartig angeordnet, ähnlich wie auch in der Zwergenbucht. Wir haben also eine unterste Etage, dann eine höhere und dann noch eine ganz hohe. Und darauf wird dann später die ganze Stadt verteilt werden. Aber gucken wir uns erstmal den nächsten Tag an. Beziehungsweise den übernächsten, denn die Aufnahme jetzt, die man gerade sehen kann, ist 2 Tage später, also nach der letzten Aufnahme. Wie ihr sehen könnt, ist da doch schon einiges passiert. Also offensichtlich ist da jetzt ein neues riesiges Gebäude, was unser späteres Lager werden soll. Aber damit das Gebäude überhaupt erst gebaut werden konnte, musste jede Menge Surface Mining betrieben werden. Also Surface Mining ist, man setzt den Boden frei von Dirt, dass er wirklich Rock Layer ist. Nimmt sie seine Pickaxe, setzt sich in eine Ecke und prügelt ganz lange auf den Stein ein. Und bei jedem vierten, fünften Abbauversuch kriegt man dann auch wirklich mal einen Stein raus. Also senkt sich das Ganze um eine Slope ab. Was wenig ist. Sehr wenig. Aber ja, wir waren 10, 12 Zwerge, die den alle da rumgepickt haben. Das ging dann ganz gut. Dann wurde noch ein bisschen gealbert zwischendrin, dann ging die Zeit noch schneller rum, dann hat das gepasst. Also haben wir den ganzen Rock Layer abgetragen. Richtung Norden von der 3x3 Fläche, die man im ersten Video sehen konnte, die gepackt war, auf der zweiten Etage, bis wir dann so lange genug Platz hatten, um dann wieder dort drauf zu droppen, damit eine schön gerade Fläche entsteht, worauf auch ein Haus gebaut werden kann, nämlich das besagte Lagerhaus. Wobei das Lagerhaus jetzt noch ziemlich chaotisch aussieht, weil die ganzen Stockwerke fehlen. Wir haben es nur so erstmal gebaut, damit man schon mal die BSBs reintun kann, also sozusagen die Lagerkisten. Ja. Das war ein ganz schöner Akt. Aber das wird noch wesentlich mehr, keine Sorge. Das Temphaus steht immer noch, ist aber ein bisschen gewachsen, weil wir ja immer mehr und mehr Zwerge hierher geholt haben zum Helfen. Und die wollten natürlich auch abends irgendwo ausloggen können. Und braucht dementsprechend auch Betten. Also mussten ein paar arme Zwerge sehr, sehr viele Betten bauen. Das war gemein. Also ich glaube, Whistle war das unter anderem und Enbayer. Die waren dann gerade dabei, die Betten fertig zu bauen. Dann hatte jeder ein Bett. Dann wollten die sich irgendwann abends schlafen legen, nur um festzustellen, dass alle Betten, die da sind, belegt waren. Und dann mussten sie, obwohl sie hundemüde waren, für sich selber auch noch Betten bauen. Das ist. Aber na gut, das haben wir jetzt ja alles hinter uns. Raue Zeiten damals, raue Zeiten. Gutes Essen gab es auch nur bedingt. Weil wir hatten halt keine Küche und dann hatten wir keine Pfannen und dann musste zwischendurch immer noch nach Zwergenbucht gelaufen werden, um Pferde zu holen und so weiter und so weiter. Aber gut, springen wir weiter zu den nächsten Tagen. Wir haben es jetzt abermals 2 Tage später. Das Lagerhaus nimmt ein wenig Form an. Also es hat noch ein Stockwerk oben drauf bekommen, einen Rand unten rum. Auch wenn von dem Rahmen noch nicht so wirklich viel gebaut wurde. Und wir haben einen Parkplatz links und rechts daneben. Also einmal einen für Karren und einmal einen für Privatpferde. Wobei das im Verlauf der Stadt noch mehrmals hin und her wechselt, wo was ist. Außerdem kann man hier unten beim Temphaus sehen, dass da auch noch ein Pferdegatter angelegt wurde. Also primär für die Zuchtpferde. Erstmal nur, dass wir temporär was haben. Also neben dem Temphaus und Temp-Zuchtgatter. Denn die Pferdezucht ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und das wollten wir schon mal drin haben. Es wäre schade, wenn die alle bei Zwergenbucht sind und dann die Züchter hin und her laufen müssen. Und jetzt rutschen wir mal ein kleines bisschen hier runter, damit wir ein paar Zwerge bei der Arbeit beobachten können. Die machen hier das besagte Surface Mining, was ja doch ziemlich langwierig ist. Aber es musste halt das Westtor freigelegt werden. Wobei ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, dass niemand gezwungen wird, irgendwas zu machen. Also es ist nicht so, dass ich da stehe und sage, du und du, ihr baut jetzt die Mauer da auf. So läuft das bei uns absolut nicht ab.
Das wurde mir auch schon vorgeworfen. Hey du Gerogon, du bist doch so ein YouTuber mit deinen ganzen Leuten da und du befehligst dir doch nur rum. Bei so einer Sklavensache will ich nicht mitmachen. Da stand ich auch da. WTF? Wo hast du die Idee denn her? Aber manche Leute sind halt ein bisschen komisch im Kopf und reimen sich alle selber zusammen. Aber ja, nee, bei uns läuft das so ab. Wir besprechen im Teamspeak, was gemacht werden sollte. Also wo was am besten hinkommt. Da bringt sich jeder mit ein, der Lust dazu hat. Man muss sich aber nicht einbringen. Ganz einfach. Und dann überlegen wir halt, wie man es am besten umsetzt, machen einen Plan, gehen das im Deed Planner durch. Das ist ein Programm, wo man sich die Sachen angucken kann, bevor man sie baut. Und dann wird das nach und nach so gebaut von den Leuten, die gerade Lust dazu haben. Oder die halt das unbedingt möglichst schnell gebaut haben wollen. Ja. Aber zurück zu den Änderungen hier. Also, links neben dem Lagerhaus sieht man jetzt eine schön saftig grüne Fläche. Das sind Paths of Love Tiles. Das ist so ein richtig schön saftiges Grün, das sehr langsam weggefressen wird von Pferden. Also super, um da Pferde drauf abzuparken. Dafür ist ja auch gedacht. Hinten links sieht man dann die Pferdezucht, wo die Pferde alle schön in Reihe und Glied stehen. Man sieht überall schon gepackte Flächen, wo dann später die Häuser hinkommen. Man sieht hinten rechts noch mehr Felder und links auch noch mehr Felder. Also es nimmt alles richtig schön Form an. Die Mauern stehen auch schon größtenteils. Das war fast eine Übernachtaktion, das war richtig krass. Und da oben, wo ich jetzt gerade stehe, wird die dritte Ebene aufgeschichtet. Die ist wesentlich höher als die erste. Also die erste zur zweiten macht so einen Sprung von, keine Ahnung, 40, 50 Slope. Von der zweiten zur dritten sind es gleich 200. Aber das ging halt nicht anders, weil der Berg so schräg ist. Deswegen ist die Sicht jetzt auch von Westen nach Osten, die wir jetzt gerade haben, nicht besonders doll. Weil man halt eigentlich nur auf die Wand starrt. Man kann dahinter die Stadt ein wenig erahnen. Aber das machen wir später noch einigermaßen okay hin. Es soll ja auch primär funktionell sein. Klar, schön aussehen ist auch praktisch, aber Funktionalität ist doch eher der Vorreiter momentan. So, jetzt mal nicht statische Ansichten von Norden nach Süden und Westen nach Osten, sondern wir reiten zum ersten Mal durch die eigentliche Stadt. Damit ich euch so zeigen kann, wie das Ganze von drinnen aussieht. Also erstmal merkt man, man kommt noch recht schwer runter. Also die Straße, die von unserem Lied später wegführt, ist nicht wirklich vorhanden. Dann geht es durch drei Türen durch. Auf der linken Seite hier das Hotel. Oder der schlafende Zwerg oder die Taverne oder wie man auch immer das nennen will. Da sind ganz viele Betten drin für diejenigen, die noch kein Haus haben. Und da läuft mir im Zauberstab entgegen. Hallo Minoru. So, an dem provisorischen Pferdegatter vorbei. Am Temphaus vorbei. Rechts von mir sieht man gerade nicht, aber da kommen die ganzen Spielehäuser später hin. Hier ist jetzt das eigentliche Pferdegatter gewesen. Und wir gehen jetzt die Straße hoch Richtung Lager, Offi-Lager und meinem Haus obendrauf. Also, links von uns das Lager, rechts von uns das Offi-Lager. Mit dem kleinen Tempel davor. Also eigentlich nur die Altäre. Dann hier wieder Parkplätze für die Pferde. Und der Weg nach draußen. Das Ganze wird durch sehr viele Gitter mehrfach gesichert. Das heißt, man kann nicht einfach so von einem Bereich in den nächsten gehen, wenn man nicht Mitglied des Dorfes ist. Also für Dorfmitglieder ist alles kein Problem. Die können da durchhuschen, wie sie wollen. Ist alles super. Aber wenn ein Feind uns angreifen würde, müsste er sehr, sehr viele Schlösser knacken. Oder sehr, sehr viel katapultieren. Deswegen, ja, Sicherheit ist wichtig. Hier haben wir unsere Felder, die alle zwischendrin Oakwoods gepflanzt haben. Das heißt, wir haben dann eine Farm für Nahrung, für Baumwolle und so weiter, aber auch gleichzeitig eine für die teuersten und besten Holzarten überhaupt. So, jetzt klettern wir kurz die nervige Slope hoch zu der Grundfläche, wo mein Haus später hin soll. Es wurde zuerst genannt pervers großes Haus. Ich muss mir jetzt noch einen besseren Namen einfallen lassen. Aber es ist eigentlich nur so groß, weil ich recht viel Zeug sammle und weil es auch imposant aussehen muss, wenn es hier oben drauf steht. Hätte ich da jetzt 2x3 Hütte genommen, das wäre ja nicht standesgemäß gewesen. So, und hier der nächste Durchritt. Diesmal starten wir noch höher als vorher. Das ist noch eine kleine Plattform, die auf die dritte Plattform raufgesetzt wurde, die aber echt ziemlich klein ist. Und da sieht man schon die Ansätze von meinem Haus. Doch recht groß geplant, aber da soll auch einiges rein an Ramsch. Hier wieder die Farm zu unserer Linken, Lagerhaus zur Rechten. Da sieht man mal den Nordbereich, der noch ziemlich wild ist. Da sollen später auch noch Farmen hin. Oder auf die Tiergatter, sind wir noch nicht ganz sicher. Und das Lagerhaus. Ja, das Lagerhaus nimmt auch weiterhin Form an. Ist ja auch mit unser größtes Projekt. Da muss ziemlich viel gemacht werden und ziemlich viele Etagen rein und ziemlich viele BSPs rein und so weiter und so weiter. Das ist jetzt immer noch nicht ganz fertig. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aufnahmen mache. Aber sieht soweit okay aus. Das ist zumindest schon mal eine Holzschicht obendrauf.
Das Ganze sollte auch nicht rein aus Stein gemacht werden, weil sonst sieht es halt zu sehr nach Bunker aus und das ist nicht ganz so toll. Die Extrem-WG ist fertig. Das ist hier das Gebäude rechts mit den zwei Schildern. Dann liegt da ein Osterei auf dem Boden, aber das ist nicht wirklich relevant. Man müsste auch noch andere erste Spielerhäuser sehen. Also einmal hier noch ein weiteres Gitter eingezogen für mehr Sicherheit. Es sind wesentlich mehr Pferde jetzt da, weil wir sie aus Zwergenbruch geholt haben. Und hier sieht man jetzt nochmal den Platz für die Spielerhäuser. Und auch schon die ersten Spielerhäuser. Das ging ziemlich flott. Also sobald der Startschuss fiel, quasi mit die gröbsten Arbeiten sind durch. Wollte natürlich jeder auch erstmal sein eigenes Haus bauen, was vollkommen nachvollziehbar ist. Denn man will auch einen Platz haben, wo man seine Sachen hinbringt. Das ist ein eigenes Bett, dass man nicht durch 10 Betten sich durchfühlen muss, um zu gucken, ob da jemand drin liegt oder nicht. Und dann kamen die halt. Aber im nächsten Video sieht das ja noch voller aus. Jo, hier das Westtor, immer noch einigermaßen schwer zu begehen, aber schon mal ein Ansatz. Und hallo, totes Pferd. Hier noch ein abschließender Blick von Westen Richtung Osten. Und wir springen gleich zum aktuellsten Video und dann ist auch erstmal Schluss. So, da wären wir wieder. Mit einem neuen Durchlauf durch das Dorf. Wobei es jetzt schon inzwischen Winter geworden ist. Es ist aber nicht wirklich sehr viel Zeit vergangen zwischen dem letzten Update-Video und diesem hier. Also dem letzten Schnipsel, das man eben gerade sehen konnte. Hier haben wir die Taverne. Da drüben das Haus von Minoru und Piggledy. Da kommt Touches Haus hin, was man an den Leichen ganz gut sehen kann. Obwohl die jetzt zusammenziehen wollen. Also alle drei zu einem größeren Haus hin. Das heißt, hier wird jetzt auch dann ein größerer Komplex entstehen. Nicht ganz so groß wie die Taverne, aber immer noch größer als eigentlich geplant. Dann haben wir hier das Haus von Krestis, glaube ich. Da hinten Basi, also stehen jetzt schon wesentlich mehr Spielerhäuser als vorher. Ansonsten, die Mauern sind soweit improved worden, sind jetzt auch zwei dick. Das Lagerhaus nimmt immer noch weiter Form an, wie gesagt, das dauert ewig noch. Mein Haus steht jedenfalls das Erdgeschoss. Vom Innenleben, das braucht noch eine ganze Ecke. Aber wenigstens habe ich schon mal ein Haus, wo ich theoretisch auch schon schlafen könnte. Wenn ich denn ein Bett hätte. Das ist so der nächste Schritt. So, einmal kurz hier dran vorbei. Dann haben wir die Karren wieder umgestellt, dass sie jetzt doch hier stehen und nicht auf der anderen Seite. Alles schön mit kleinen Steinchen abgegrenzt. Das Offi-Lager, das Lager, das inzwischen ziemlich gefüllt ist. Die Extrem-WG, Pferdestellplatz, hier noch ein kleiner Turm. Hier haben wir theoretisch noch Platz für irgendwas, fällt mir gerade auf. Ah, stimmt, vielleicht soll hier so ein kleiner Trainingsplatz hin, wegen den ganzen Trainingspuppen. Ja, wäre auch ganz schick. Dann gibt es hier einen kleinen Zwischengang zur Taverne und zum Westtor. Wir wollen jetzt aber wieder zurück zum Hauptplatz. Hier sind die ganzen Spielerhäuser, also primär die Spielerhäuser. Was man daran erkennen kann, dass die alle hier drumherum arrangiert sind. Also die sind alle immer 2x3 groß, damit es für jeden fair ist und alle zwei Stockwerke groß. Trotzdem sehen die recht unterschiedlich aus. Also teilweise wurden hier Torbögen eingebaut oder Gitter. Das macht das Ganze schon ein wenig unterschiedlich. Theoretisch hatten wir auch gesagt, das zweite Stockwerk kann auch ruhig aus Holz sein, aber irgendwie wollte bisher keiner Holz. Vielleicht, weil es dann zu sehr aussehen würde wie das Lager, aber Und irgendjemand schlägt hier irgendwo irgendwas kaputt. Wahrscheinlich steht wieder irgendwo eine Mauer falsch oder so. Aber ja, hier wieder hoch, um eine Schleife zu drehen. Und wir wären schon wieder beim Lager. Also wirklich groß ist das Dorf nicht, im Vergleich zur Zwergenbucht. Aber wir haben es jetzt so gemacht, dass immer zwei Spieler in einem Haus zusammenwohnen. Außer es findet sich jetzt wirklich absolut keiner. Zum Beispiel bei Touch ist momentan kein zweiter mit drin. Also es wird niemand gezwungen jetzt, du musst mit dem und dem zusammenleben oder so. Die Gruppen haben sich recht schnell von alleine gefunden und haben meistens auch Sinn gemacht, weil die Leute auch so zusammen viel gemacht haben. Ja. Wie gesagt, an der Größe bei weitem nicht so groß wie Zwergenbucht, aber dadurch wesentlich kompakter. Wir wissen schneller, wo wir hin müssen. Alle Sachen sind ein wenig gestaucht. Und die anderen Sachen wie größere Farm, Baumfarm, Buschfarm und so weiter können wir alle noch off-deed aufbauen. Zum Beispiel haben wir auch im Norden inzwischen einen kleinen provisorischen Kühlerplatz. Damit das alles nicht so die Häuser voll stinkt, was ja auch schon eine ganz gute Idee ist. Und hier oben, also da unten könnte man theoretisch auch noch was hinbauen. Hier oben die ganze Fläche könnte man auch noch abtragen und da dann die Farm hinstellen. Ich glaube, das macht er hier gerade. Er kümmert sich darum, dass die ganzen Bäume wegkommen und das ein bisschen begradigt wird. Aber ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen als Zusammenschnitt, was in den letzten, es müssten jetzt 2,5 Wochen gewesen sein.
Ich bin ziemlich stolz darauf, was wir geleistet haben. Es ist eine Heidenarbeit gewesen. Aber alle haben mit angepackt und so haben wir es einigermaßen schnell hinbekommen. Also die Stadt ist so jetzt beziehbar, ist auch einigermaßen sicher. Es sind zwar erst in Anführungszeichen zwei Reihen Mauern, aber dafür haben die eine gute Qualität. Also rein kommt jetzt erstmal so schnell keiner. Außerdem sind wir halt mitten auf dem Berg, was ziemlich schwer zu erreichen ist, was eine viel wichtigere Verteidigungsmaßnahme ist. Ja, dazu sind noch gute Schlösser drin, ist soweit alles okay. Und mit der Zeit wird das immer, immer besser. Das heißt, am Ende wird es wesentlich sicherer sein als Zwergenburg. Es wird alles schneller erreichbar sein, also innerhalb des Dorfes. Wir können auch schnell nach Elevation rüber. Elevation ist eigentlich genau da so. Also nicht mal 5 Minuten. Wir sind auf dem Hauptserver in der Mitte. Das ist einfach nur genial. Oh ja, war definitiv eine gute Entscheidung, hier zu ziehen. Falls ihr noch in Zwergenbucht wohnt, möchte ich euch bitten, dass ihr demnächst einloggt, mal kurz Hallo sagt und dann eure Häuser ausräumt. Oder ihr könnt sie auch so lassen, wie ihr wollt. Das Problem ist nur, wir verkleinern das Dorf jetzt. Also die Zwergenbucht wird verkleinert von der Grundfläche her, damit wir nicht doppelt Miete zahlen müssen. Und dementsprechend werden die Häuser jetzt nicht mehr on-deed sein. Also die werden langsam vergammeln. Wenn ihr also da wohnen wollt, dann müsst ihr halt ab und an euer Haus reparieren. Und wenn ihr nicht drin wohnen wollt, sondern hierher ziehen, dann schnappt einfach eure 7 Sachen oder sagt Bescheid und dann holen wir das Zeug ab mit euch zusammen und bringt euch den hierher, dass ihr euch den hier ein Haus nehmen könnt. Aber nicht, dass ihr euch denn irgendwann wundert, wenn ihr einloggt, hey, wo ist denn mein Haus hin? Und hey, wo sind meine Sachen hin? Also, wenn jemand sich nicht meldet zu lange, dann werden die Sachen halt einfach eingepackt und hier mit einsortiert. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Aber ja, ich mache jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Update-Videos. Bye, bye.